natürlich gucken. Gut, lasst uns überraschen. Wir gehen rein in die Partie. Nos gegen Optik. Die Jungs von Nos auf der T-Seite, so habe ich es mir ehrlich gesagt gewünscht, weil ich traue ihnen zu, dass sie da einiges hergeben. Einzige Sache natürlich ist, wie gesagt, wie gut sind sie darauf eingespielt. Standard bei von ihnen zumindest. Auf der anderen Seite viel zu werfen bei Hiko und Nafly. Und ja, es geht hier einfach mal die Banane hoch. Ich denke, das ist auch die größte Neuigkeit, dass man eben in der Banane viel besser durchkommt. Gerade ohne Molotovs und ohne Smokes wird man da nicht viel verzögern können. Tarik zieht sich auch zurück. Sie wissen das schon, sehen das auch für den Retake. Ja, Mixwell mit dazu gestoßen. Also ganz klar, der Versuch hier den Offensiv-Push aufzuhalten. Und sie wissen, dass sie gegen ein bisschen Mixwell. Zwei schnelle Headshots. Der Spanier fängt direkt an aufzudrehen. Einer rechts in der Ecke, einer hinten im Y. Standardaufstellung dort auf dem Spot. MSL kommt über die Banane nach. Er hat so ein bisschen den Überraschungsmoment auf seiner Seite, aber er muss unbedingt frühzeitig eingreifen. Dementsprechend wird er gepickt. Config, aber das ist einiges schon logisch aus. Sie sehen, die sind alle low. Die sind alle low. Config nochmal. Und der letzte ist auch angeschossen. Higo hat auch schon einen Headshot kassiert. Config move durch die Smoke. Ziemlich riskante Aktion. Oh, die Bombe, die Zeit tickt. Da ist er. Ein Schuss rechts in die Smoke. Oh mein Gott. Das oh mein Gott. Nicht. Wo sind denn? 4 HP! Config trifft ihn nicht! Nein, 9 HP! Und Higo zieht einfach durch! Da kam die Ansage nicht, also keiner hat mitbekommen, dass Higo low geschossen war. Sonst hätte er noch viel weiter sprayen können. Und Higo ist einfach auf der anderen Seite. Wie mies ist das denn? Er war aber doch auch so nah dran, dass er die Hits hätte hören müssen. Wenn er getroffen hätte. Config eigentlich so gut rausgespielt. Es war so eine schlechte Position insgesamt zu verteidigen gegen das komplette CT-Team. Dann macht Config so viel Schaden, aber am Ende reicht es halt nicht. Wow. Mit 9 HP dran setzen und durch die Füßen. Wieso nicht? Navigo. Ah, da geht nicht so viel, wie es aussieht. Ja, das ist halt immer noch das Problem. Du kommst halt trotzdem über kurz durch die Tür immer noch schlecht raus. Gerade wenn du vorher nichts groß werfen kannst, wenn du keinen Kevlar hast und nichts. Es sind halt Choke Points. Die gab es schon immer auf Inferno. Die machen die Map so ein bisschen aus. Und ich glaube, jeder, der sie casual so ein bisschen spielt, der weiß es, wie scheiße das ist, wenn dir gesagt wird, geh mal da aus dem Haus raus und mach mal den Go. Ja, der erste ist eigentlich fast immer tot. Ja, definitiv. Aber es gibt diese wunderschöne Psycho-Flash. Ja, außen über das Haus jetzt. Genau, ne? Die wir hoffentlich mal zu sehen bekommen. Die fast den gesamten Sandkasten und so ziemlich alles, was Richtung Haus guckt, flashen sollte. Das brauchte man aber ja auch. Ja, die ist dringend notwendig, die Flash, und die ist echt super. Die muss man eigentlich im Gepäck haben. Also wenn ich die von drauf nicht sehe, bin ich ein bisschen traurig. Ja. Naja, ich denke, dass sie sich hier auf jeden Fall Smokes und Flashes schon mal angeguckt haben. Gerade so essentielle Flashes wie die halt. Und der Flyer hat Konfi da oben abgefangen. Das war der einzige, wenn wir mal oben auf die Karte gucken. Fällt mir jetzt erst auf, dass auch die Jungs die Simple Raider drin haben. Ja, das wurde, glaube ich, relativ schnell dann auch irgendwann mal gemacht. Ich hätte es gesehen. Oh, Mixwell. Schön gesehen. Sehr früh AWP auch hier von dem Spanier. Ja, muss man auch sagen. Wenn man es sich leisten kann. Dritte Runde direkt gegen den Early Buy. Ich meine, es ist klar, dass North kaufen wird mit dem Bombplant und mit dieser richtigen Vorlegung gerade. Aber das ist trotzdem ziemlich früh AWP. Aber es ist natürlich auch eine Runde, die will man unbedingt mitnehmen, weil man weiß, sie ist zwei Runden wert, indem man den Gegner halt in die Ecke zwingt. Mhm. Inferno wird auch wahrscheinlich, jetzt gucken wir mal, Michael wollte ja nicht reinlaufen. Inferno wird uns wahrscheinlich auch die ein oder andere Force-Buy-Runde geben, dadurch, dass man schon sich relativ gut auch in den Nahkampf begeben kann. Ja. Ja, wahrscheinlich auch die Tech-9 im Einsatz sehen. Rush, schöner Frag, der ist wichtig, hält sich die Seite frei. Er hat da so ein bisschen Deckung von der Seite. Mixwell ist dabei. Also, schön gespielt vom Spanier, der hat sich ja schön immer aus der Affäre gezogen, versucht ein bisschen Distanz zwischen sich und den Gegner zu bringen. Und wir sehen, denke ich, oder haben in der ersten Runde auch schon ein bisschen den Spielstil von North, glaube ich, gesehen. Diese leichte Mitte-Kontrolle. Mitte oben einnehmen, erstmal rechts und links, lang und kurz, ein bisschen zumindest im Blick haben, dass man die Möglichkeiten hat. Weil die große Aufgabe ist natürlich, du sagtest es schon, die Chokepoints, man muss an denen so ein bisschen vorbei. Man muss oben an dieser Mitte vorbei, die man mit einer Smoke kontrollieren kann, und natürlich auch an der Banane vorbei, die das gleiche in grün hat.
Ja, genau. Das Problem ist natürlich, dass sich aber trotzdem, gerade wenn man Mitte oben einnimmt, die CDs immer noch sehr gut auf zweite Position zurückverschieben können. Das haben wir gerade gesehen. Sie haben den Spot relativ defensiv verteidigt, aber haben halt trotzdem noch, die von zwei Seiten im Grunde diese Pinzer-Movement gemacht haben, haben sie trotzdem zerschossen. Und das ist halt das große Problem, vor dem Tees immer wieder auf dieser Map stehen. Oh, Mixwell, schönes Teil. 4 AP. Überlebt es noch. Nächste Waffenrunde für North. Ja, und so langsam sollten sie vielleicht versuchen, zurückzuschlagen. Ja, du sagtest es schon, die letzte Runde war so ein bisschen 2 wert. Man hat auch sehr diszipliniert gespart und dann könnte er durch den Loser-Bonus schon ein bisschen mehr ausgeben. Aber sie wollten hier die vollen Granaten und das ist, glaube ich, auf Inferno auch extrem wichtig. Ja. Denn man spielt viele späte Fakes, man wartet die Smokes des Gegners ab. Ja, Nefly, interessant, dass er jetzt den aber ersten auch schon knapp verschossen. Oh! Auch. Und das war zu viel. Also, wenn man schon versucht, auf JW einzumachen, dann sollte man auch halbwegs treffsicher sein, damit man diesen Vorteil da mitnehmen kann. Ja, es war halt ein großes Risiko, dass er eingegangen ist, dadurch, dass bekannt war, dass er da offensiv ist. Ne, wir haben es ja gesehen, sie haben sich zusammengezogen, die beiden North-Spieler. Falls er den ersten kriegt, ist der zweite direkt da für den Refake. Hat den ersten verschossen und damit ja, Mixwell auch rausgenommen. Und es sieht so aus, als könnte North hier direkt mal eine Runde mitnehmen. Und naja, die ist momentan eher daraus resultiert, dass Optik hier offensiv ihre Picks nicht setzen konnte. Ja, vor allem beide AWPs down, oder? Doppelarme auf der CD-Seite, versucht sie jeweils offensiv einzusetzen. Beide im Haus. Beide im Haus, nicht gefallen. Nicht unbedingt die beste Position für eine AWA, auch wenn die da stark sein kann. Ja, das ist halt der Versuch. Und das ist interessant, weil das wird Optik dann den Spielstil wahrscheinlich auch maßgeblich beeinflussen mit. Wenn sie jetzt schon merken, dass sie da nicht durchkommt, Tarik. Ach, schade, schöner Versuch, AZ, aber aufgepasst. Natürlich rechnet man mit dem Spieler dort irgendwo hinten am Spot. Es muss einer sein, ne? Irgendwo auf dem Spot wird einer stehen. Ja, und da muss man halt überall gucken, wo er sich so verstecken könnte. Und natürlich ist es die Frage, wie spielt jetzt Optik weitergehend das Haus an? Versuchen sie es weiter immer mal wieder offensiv? Das kann ja so ein T-Team auch richtig auf den falschen Fuß erwischen, wenn da auf einmal ein CT vor dir steht und du läufst da immer noch mit dem Messer in der Hand rum. Oder wenn da ein CT einfach durchkommt und du hast noch gar nichts erwartet. Da ging es nicht mehr durch anscheinend. Ich wollte gerade sagen, Mixwell hat gerade festgestellt, dass sie Inferno geupdatet haben. Ja. Früher hatte den Schornstein gab es früher auch, ne? Der hatte aber ja keine Hitbox. Also keine Collision-Box, das heißt, man konnte die Flash also durcheiern lassen, so wie er es gerade gemacht hat. Und er hat eine richtig schöne alte Inferno-Flash geworfen, die richtig zurückgekommen ist. Daran sieht man dann halt schon, dass die Teams noch nicht so hundertprozentig vertraut sind mit den Maps. Ich meine, sowas kriegt man recht schnell mit. Ja, weil wie gesagt, es musste vorher keiner groß von ihnen spielen. Und dann haben sie es halt auch als Teams nicht groß gemacht. Keine Ahnung, inwieweit das vielleicht in PAX mal gemacht wurde. Oder halt in den ESEA, FPL, was auch immer. Aber gut, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als hier auf der Dreamhack zu sitzen und dann auf einmal Inferno zu spielen und festzustellen, oh, der Schornstein, den gibt's wirklich. Der ist nicht nur eine Fata Morgana. Dann haben wir gerade noch was anderes gesehen, falls es euch aufgefallen ist. Schaut mal da oben links auf dem Radar, die 6 ist das, Tarik. Vielleicht kriegen wir den später nochmal mit. Na, Fly, kurzer Blick rein. Auch etwas unvorsichtig oder unübersichtlich von North. Und der MSL ist jetzt schon so weit durch. Ich glaube, er hat keiner wirklich gesehen. Und hat vielleicht die Möglichkeit, durchzuschleichen. Und Tarik passt gut auf. Das war wichtige Rückendeckung für Mixwell. Er braucht unbedingt ein bisschen Support. Jetzt geht's rüber. Sie vermuten, dass er auf dem Base war, nachdem es da so lange still gewesen ist. Hiko. Früher Contact, Config. 10 Sekunden. Ja, das war halt auch so ein bisschen das Problem jetzt. Vielleicht geht da noch was. Moment, wir lassen die Runde mal noch nicht komplett raus. 6 Sekunden. Ah, Hiko, nichts vorbei. Ja, AZ wollte auch nur vor der Zeit sterben, glaube ich, mit den Headshot, den er schon kassiert hatte. Oder war es der Legshot? Naja, da ist es gerade einzeln ein bisschen auseinandergefallen. Ja, North hat versucht, ihren Go wieder aufzubauen. Mitte oben hatten sie und haben nicht alles gecheckt.
dann ist die Zeit runtergelaufen und naja, da ist da mal einer gestorben, da mal einer gestorben, da mal einer gestorben und jetzt haben sie eine Runde geholt, die nächste verloren. Können es nochmal kaufen, aber ideal ist was anderes. Es war ja auch so ein bisschen ein Problem am Inferno, weshalb sie es überhaupt gereworked haben, ist, dass du viel Zeit verlierst. Du verlierst viel Zeit, ja, indem du die ganzen Smokes abwartest. Du musst in der Mitte zwei Smokes absetzen. Man konnte dann halt auch vom CT-Bogen noch den Baseball mit absmoken. Und jetzt gucken wir mal. Nerfly, da fallen schnell zwei. Anschuss noch in den Fuß, aber das könnte unter Umständen reichen, dass MSL da die Bombe legt. Ist die Frage, ob da vielleicht noch eine Nade zur Verfügung steht oder Molotov. Ah, wird geworfen, ein bisschen zu spät. Ja, durch die Smoke hat er versucht, blind das Ganze zu werfen. Da oben ist ein Boost über die Smoke. Jawohl, schöne Aktion von den beiden. Da, ja, Magic hat es nicht gesehen, hat nicht drauf geachtet. Kann er wahrscheinlich auch nicht, glaube ich, die One-Way. Das ist auch ein Problem, was ich vielleicht mit dem neuen Inferno habe. Oh, MSL, kann das noch verteidigen. Genau, es gibt viele, viele Positionen, wo unter Umständen so eine One-Way-Smoke entstehen kann. Mhm. Die Banane ist voll davon. Da muss eigentlich nur der Smoke oben in der Banane sitzen. Man kann mal auf der Mauer stehen oder auf dem Auto stehen, kann oben über die Smoke. Ja, gerade auf der Mauer habe ich auch schon gesehen. Jeglicher Turm ist schon fast eine One-Way-Smoke, weil es so ein bisschen bergauf geht. Und wenn man von oben über die Smoke schaut, hat man halt den Vorteil. Muss vielleicht nochmal dran gearbeitet werden. Aber müsste ich sowieso. Also jetzt mal ehrlich, das ist jetzt, wie lange besteht das schon? Und das Allergeilste ist überhaupt, dass sie die Smokes niedriger gemacht haben damals. Mhm. Um geboostete One-Way-Smokes zu verhindern. Was haben sie gemacht? Sie haben quasi an fast jeder Position eine Zwei-Mann-Boost-One-Way-Smoke erschaffen. Außerdem gibt es haufenweise Lücken, wo man durchschauen kann, zum Beispiel in der CT-Base, weil sie die Smoke niedriger gemacht haben. Ja, ja. GZ. Das war der größte Griff ins Klo, den Volvo sich, glaube ich, jemals geleistet hat im Spiel. Ja, also gut, ne? Abgesehen von Revolver und so ein Quatsch, aber das haben sie ja schnell wieder gefixt. Ah, das war ja schön, als du im Grunde nur Revolver gespielt hast, weil das Ding komplett OP war. Hat zum Glück nicht lange gehalten. Ja, es ist eine Diegelrunde, die wir gerade von North sehen, auch im Grunde nur die Pistols. Da sehen wir nochmal so eine Smoke. Ja. Ah, Maxwell ist genauso hoch. Der kann zurückschießen. Hat es dann natürlich auch gehört, sobald auf ihm geschossen wurde, wusste er, wo die beiden sich höchstwahrscheinlich verstecken, selbst wenn er das nicht gesehen hat. Ja. Und dann so ein paar Sachen. Also sie haben ja die Eingänge etwas breiter gemacht. Vor allem hier oben mit der Banane, die ist deutlich aufgemacht worden. Das musste. Das war so dringend. Ja, das war wirklich dringend notwendig. Hiko auch. Was es ein bisschen schwieriger macht, man kann es trotzdem noch absmoken, wenn man einen guten Punkt hat, dass die Smoke genau mittig liegt, dann ist es trotzdem kaum möglich, da durchzukommen. Ja, aber du hast es zumindest nicht so, dass nur zwei nebeneinander laufen können, weil wenn du dann in eine Smoke reinsprayst, wenn die Gegner alle so nah beieinander sitzen, dann triffst du auf jeden Fall was. Das war genau das Problem. Du konntest, vor allem, wenn du dann noch HEs oder sowas reinwirfst, ist vollkommen egal, wo du die da reinwirfst, alle werden mega getroffen, wenn die halt in der Ecke drin stehen, weil du überhaupt nicht ausweichen kannst. Dann haben sie noch so ein paar kleine Änderungen. Also die Banane hat natürlich dieses größte Makeover bekommen. Wir sehen zum Beispiel auch, das Sakura haben sie entfernt. Ist umgedreht worden, hilft eher den Tees jetzt. Hiko, sehr offensiv, der Out of Position gefangen worden. Mixer muss gucken, dass er zurückkommt. Das könnte ein Go werden. Mixer braucht auf jeden Fall jetzt ein bisschen Unterstützung. Schöne Gegenfläche. Gibt ihm ein paar Sekunden Zeit, um seine Mates dazu zu holen. Aber ich glaube, die werden ihm nicht helfen. Smoke links. Ja, da kommen Schüsse durch die Smoke. Chance. Das ist klar. Das lässt sich natürlich Config da nicht zweimal sagen. Ja, und jetzt hat man die Kontrolle über den Baseboard verloren. Es gibt Möglichkeiten für einen Retake, aber es wird jetzt erstmal kurz ein bisschen Ruhe einkehren wahrscheinlich. Ah gut, aber Magic's runtergeschossen worden, der muss da in der Banane aufpassen. Es ist noch nicht zu Ende. Kids sind vorhanden, ein bisschen Zeit hat Optik, mit denen sie hier spielen könnten. Bitter. Die Smoke ist ganz übel, weil die zwingt nämlich Nerfly da eigentlich nicht durchgehen zu können. Jetzt fällt auch noch Rush dort in der Seite. Wir haben Tarek deutlich gesehen, der wusste nicht ganz, was er machen sollte. Ein Spieler links in der Banane, der sich wahrscheinlich auf ihn konzentrieren kann. Und zwei rechts am Spot. Die Runde ist komplett durch. Guck dir die HP an. Ein HP, 2 HP, 11 HP, 28 HP. Ja, alle zusammen. Und die überleben das noch. Alle zusammen ein halbwegs angeschossener Spieler. Ja, gut, ne? Ich glaube, es hat nicht zu 50 HP gereicht. Was waren es? 41 HP hatten die zu viert. Nun ja, aber sie haben es überlebt. Das war das ganz Wichtige. Mal wieder eine Runde auf der T-Seite geholt. Trotzdem jetzt natürlich genau dasselbe Spiel wie vorhin. Folgerunde muss hin. Sonst ist wieder nicht viel Geld da, mit dem North hier arbeiten könnte.
Und das jetzt zeigt sich so ein bisschen, ob Optik wenigstens die Grundzüge verstanden hat. Weil das, was Hiko gerade, oder was Hiko und Mixwell da an der Banane hatten, war eine Katastrophe. Die Banane ist unglaublich angreifbar geworden auf der T-Seite, vor allem schnell. Und das Erste, was man als CT eigentlich machen muss, ist oben an der Mauer absmoken. Eventuell noch ein Molotov dahinter, Rushblock. Keine Chance. Zuerst die beiden HEs? Genau. Kannst du machen, wenn du die Zeit dazu hast und ein gutes Spawn hast. Aber es ist so wichtig, dass man einfach den Gegner zwingt, dass das Hook rausnimmt. Jetzt kommen sie einfach übers Haus. Interessanter Contact-Go. Teppich raus. Ich glaube, damit war Optik genauso überrumpelt, wie ich das gerade war. So kann es halt gehen, ne? Eigentlich läuft man in eine mächtige Nachteilsposition rein, oder alle aus diesem kleinen Balkon da raus will. Aber vielleicht war da die Flash dabei. Ich habe es leider nicht gesehen. Es erinnert irgendwie so ein bisschen vielleicht an Actionfilme, wo die Leute sich den Körper nehmen, um dann in die Kugeln reinzulaufen. So hat man hier auch erstmal welche rausgeschickt, die sollen die ganzen Kugeln auffangen und dann kam der Rest des T-Teams halt hinterher. Ja, und für die war da nicht mehr so viel da. Bombe gelegt. Hiko und Mixwell, die scheinen sich hier zurückzuziehen jetzt. Ja, die Runde ist zu Ende, die Bombe wird gleich explodieren. Die Frage, können die beiden Waffen durchgebracht werden? Ja, sieht gut aus. Ja, North hat natürlich auch nicht so die Möglichkeiten, momentan bei ihrem Geld da groß hinterherzugehen. Die sind froh, dass drei Mann überlebt haben. So können sie zumindest ein bisschen was auf die hohe Kante legen bei Config, Magisk und Cajun. Muss man jetzt sehen. Die Folgerunde aber ist schon mal da. Ganz, ganz wichtig. Und dann die große Frage, kann das hier weitergehen? Ist das jetzt das große Comeback schon mal von North? Haben sie den Weg im Grunde durch die Verteidigung gefunden? Ich denke, dass man einfach einen Moment gebraucht hat, um festzustellen, ob die irgendwo anfällig ist für bestimmte Spielzüge. Die sieben Runden waren natürlich auch, da war vieles an Echos auch dabei. Ja. Das heißt, es ist, denke ich, relativ normal, dass North so einen Moment braucht, um sich darauf einzustellen unter Umständen. Optik hat aber genug Möglichkeiten gegeben. Also das mit dem Haus gerade war eigentlich ein netter Spielzug, der war so überraschend, dass Optik da nicht ganz drauf vorbereitet war. Aber gerade das funktioniert vielleicht gegen, in Anführungszeichen, unerfahrene Teams. Denn man muss natürlich auch mit der Map so ein bisschen rechnen. Das ist ja im Prinzip wahrscheinlich für beide relativ unerfahren. Ja. Und North hat definitiv mehr Gesamterfahrung so im Paket mit, auch was mit Inferno angeht. Wir müssen dürfen überlegen, Optik hat ja die große Spielstärke erst gefunden, da gab es Inferno gar nicht mehr. Ja. Die sind ja eigentlich erst richtig dabei, ohne Inferno. Die sind ja noch jung. Genau. Das heißt, die sind unter Umständen nicht so gut drauf mit Jisk. Na, Mixwell hält das gut. Jisk hat Azy geholt, bitter. Passiert, der hat einen Piss-Headshot bekommen. Und hier, das wollte ich vorhin sagen, die neue Position hat auf jeden Fall einen Überraschungseffekt dabei. Tarik geht in Deckung. Normalerweise ist sie optimal, die Posi, um oben über die Smoke zu schauen. Ja, genau. Das heißt, da muss man dann, wenn man rechts absmoked, muss man immer damit rechnen, dass da noch jemand steht. Es ist halt die alte Baumposi, ne? Ein bisschen verschoben noch. Aber zumindest so würde ich sie erstmal nennen. Das ist so der Standard, ne? Da hast du früher hast du da im Baum drin gehockt. Jetzt bist du ein bisschen näher dran. Kannst dadurch eher über die Smoke noch hergucken. Hast aber nicht ganz so viel Sichtschutz im Grunde. Ich bin kein Freund von der Posi, wenn ich ehrlich bin, weil es eine positionsbedingte One-Way-Smoke schon ist. Mhm. Es ist Standard-Smoke, die man als T werfen muss, da rechts abzusmoken. Ja. Und das heißt, der Gegner weiß, wenn er da steht, sieht er immer und hat immer One-Way-Smoke. Es ist einfach ekelhaft. Ja, genau. Und ich finde die Posi nicht gut. Früher war sie weiter hinten, dann konnte man auch ein bisschen drüber schauen. Aber erst, wenn die Spieler auf dem Spot so genau, schon deswegen, wirklich draufgekommen deswegen ist sind. Es halt ziemlich mies. Und man kann sie auch nicht abmodden. Du kannst nicht mal Molotov vorher hinwerfen, weil der gar nicht so hoch reicht. Der brennt da unten und der oben aber steht aber ich glaube, ich habe schon irgendwo mal gesehen, dass jemand halt genau da drauf den Molotov geworfen hat. Ne? Das geht natürlich, aber wenn du einen Fixpunkt hast. Ja, wenn du einen Fixpunkt hast. Das Problem ist, wenn du da zuerst die Smoke liegen hast. Ja. Ne? Denn ich denke, da oben wird der auch dann gelöscht. Genau. Dann sitzt der CD halt da noch. Du musst es also mollen und dann fast direkt hinterher eine Smoke werfen, sodass er vor dem Molotov flüchtet. Der Typ und dann eben von der Smoke abgearbeitet ist. Aber das kündigt einen natürlich eine Sekunde vorher an. Aber gut, jetzt natürlich so ein bisschen der große Testeinsatz hier für Inferno. Das Ganze als Fake und er sieht relativ gut aus. MSL tackert da fleißig drauf. Und je länger er lebt, desto effektiver wird es. Wir sehen oben auf der Karte, da sind zwei Mann verschoben. Jetzt gibt's den Action-Go. Alles hängt von Rush ab. Er hat hier die wichtigste Posi.
am Leben bleiben, ist das Wichtige. Aber es ist schwierig, wenn sie auf ihn zulaufen. Nimmt wenigstens einen mit, Nerfly ist mit drauf. Ja, und der rettet da 9:3. Die Runde. Drei Kills waren es, glaube ich. Ne, zwei Kills waren es am Ende. Hat Rush ein bisschen unterstützt, bevor der gestorben ist. Und naja, das hat dann halt auch die Zeit rausgeholt, dass der Rest von Optik, vor allem natürlich Mixwell mit der AWP, auch da sein konnte. Ja, und North haben ihre Spieler verloren. Am Ende war es, glaube ich, kurzzeitig das 4 gegen 2. Da sah es schon nicht mehr gut aus. Und das war ein guter Fake. Also der hat mir, ja, der Fake hat funktioniert. Persönlich ganz gut gefallen. Sie hätte da noch ein bisschen mehr Equipment haben müssen für die, für den eigentlichen Go-Down später. Ich bleibe immer noch dabei, dass Tarik und Hiko da ziemlich aggressiv spielen. Ziemlich viel fighten. Ja, aber das hat man ja früher teilweise auch gemacht. Ne? Da hast du oben versucht, die Banane einzunehmen, weil es hier halt einfach mega viel Map-Kontrolle gibt. Ja, aber da war es so eng, dass du einfach mit der Nade rein und runtersprayen schon viel erreicht hattest. Genau. Meistens konntest du dahinter direkt smoken und mollen. Das muss man schon haben. Jetzt werfen sie meistens Nades in der Banane. Deswegen übrigens auch dieses Setup. Guck mal, was Hiko und... Wer ist eigentlich bei ihm? Tarik, ne? Ja. Die kaufen keine Flashes groß, sondern für sie ist das Wichtigste Nade und Molotov. Das sind die beiden wichtigsten Granaten und Smoke natürlich. Ja. Deswegen etwas untypisch. Meistens kauft man ja entweder Nade oder Flash oder Molotov. Und hier lässt man halt eine Flash weg, einfach um das hier machen zu können. Ja. Ich meine, du kannst ja auch, wenn du zwei HEs runterwirfst, kannst du sehr viel Schaden gegen den Rush machen. Config, aber das ist genau das Problem. Ja, das ist das, was du angesprochen sie hast. Haben, sie waren zu offensiv, ja. Beide gestorben. Sie haben so tief gesmoked. Hiko, das war wichtig. Das ja, er war wichtig. Reißt es nochmal raus. Deswegen ist es so brutal gefährlich, die Smoke dahin zu werfen. Man muss eigentlich jetzt anfangen, sich Fixpunkte zu machen, um die ein kleines bisschen tiefer zu platzieren, dass der Gegner komplett aus der Smoke rauskommt. Hiko saß da genau am Rand, so halb hinter der Smoke, dass es halt schwer zu sehen ist. Er hat es aber, das muss man sagen, auch gut ausgespielt. Ne? Er ist da direkt durch, hat natürlich. das Window of Opportunity hat er da gefunden und die zwei Kills haben hier definitiv die Runde vielleicht entschieden, schlussendlich. Da kann er nichts machen, der Elsie. Bewegung wäre tot und wenn er stehen bleibt, kriegt er den MVP-Schuss ab. Magisk wird abgesmoked. Ja, ich glaube, die Runde ist vorbei. Er versucht sich nur aus dem Staub zu machen. Geht noch rein. Die Runde ist durch. Also, in dem Moment, wo Magisk gesmoked wird und eine Sekunde später das Klicken von der Bombe hört, von dem Diffuse, hat er keine Chance mehr. Ja. Ja, wie gesagt, das ist das. Man versucht so tief abzusmoken da hinten, was im Prinzip schön und gut ist. Ja. Was aber theoretisch gut zu countern ist. Also sie haben einfach durchgesmoked, haben sich da durchgefightet und dann standen die beiden Spieler hinten, haben quasi ihre Smoke komplett verschwendet in dem Moment. Ja. Und deswegen finde ich persönlich besser, dem Gegner die Banane eher zu geben. Es ist ein riskanter Move, da so tief abhalten zu wollen. Ja, aber du gibst halt sehr viel Map-Kontrolle auf. Jetzt kommt der Offensiv-Move. Moment, da müssen wir uns mal drum kümmern in der Play. Es philosophieren macht Spaß, aber... Ja. Es ging halt Mitte runter, ne? Extrem und dann sind sie gestorben. Extrem Move. Und das hat fast funktioniert von Optik. Sie haben nämlich MSL gut angeschossen. Hiko und Nerfly sind noch am Leben. Und es kostet... Zeit. Schöner mit 2 HP. MSL wieder fast noch verreckt dran. Es liegt an Config mit seiner AWP. Spotted worden. Der hätte sitzen müssen. MSL vom Spot. Den haben sie nämlich Richtung Action huschen sehen und irgendwie ist der wieder auf den Spot drauf gewieselt. Jetzt hat Nerfly ein kleines Problem. Nope. Nope. Und wieder One-Way-Smoke an der Ecke. Ja. Ja, du sagst das es, ist ne? Genau das, was ich... Das werden wir so unendlich viel sehen. Je länger die Teams das spielen, desto mehr werden wir solche genau Smoke sehen. Genau diese One-Way-Smoke, die man quasi auf den alten Heuwagen wirft, dass man von Pit und die Füße sehen kann, weil man so tief steht. Ja. Ne, habe ich auch schon gesehen, wie jemand gesagt hat, hier, guck mal da und da, dann kannst du das so werfen. Ja, sind natürlich mega gefährlich. Ich hoffe ja, dass es so dermaßen abused wird, dass Valve endlich was dagegen tut. Meistens muss es richtig in der Öffentlichkeit nicht nur, sondern muss es in den Turnieren so dermaßen ankommen und abused werden, bevor Valve sich dran setzt und mal realisiert, wie schlecht das eigentlich ist. Weil diese One-Way-Smokes sind einfach die Plage des Competitive CSS. Ja. CSGO, was erzähle ich? Ja, du willst es halt nicht. CS. Ne? Ich meine, du hast halt jemanden, der hat den Vorteil, weil er nicht gesehen werden kann, selber aber alles sieht. Ja. Ich meine, natürlich gibt dir das einen mega Vorteil, wenn du solche Dinger nutzen kannst. Deswegen werden sie auch genutzt. Aber als Zuschauer ist das doch irgendwie ein bisschen doof.
Ja, man möchte das nicht nur als Zuschauer doof, sondern als Spieler doof. Man möchte ja diese richtigen Duelle haben. Ja. Du möchtest ja, dass entschieden wird, weil er das intelligenter spielt oder weil er besser schießt oder weil man so ein richtig schönes Duell bekommt. Und das ist kein Duell. Ja. Das ist, auf der einen Seite steht die Artillerie und auf der anderen Seite der Musketier. Das ist einfach Quatsch. Ja, jetzt geht's wieder in den House Go. gucken, was für eine passiert. MSA mit dem Double Kill, AZ. Ja, schön flawless. Die Smoke oben sieht so aus, als ob sie da fürs Halten ausgelegt war. Ich hätte jetzt gerne gesehen, was im Haus passiert ist und nicht, was in der falschen Mitte los ist zwischen den beiden Einzelspielern. Ja, das können wir leider nicht bestimmen, ne? Genau. Jetzt müsste Snorf halten gegen den Force Buy von Optik, dann wären sie schon wieder ein ganzes Stück drangekommen. Und wenn sie auf der CD-Seite genauso stark stehen wie Optik, dann ist hier noch gar nichts zu Ende, trotz der 11-4 ersten Halbzeit. Ja, ich denke, dass jetzt Optik sich unter Umständen ähnlich schwer tun wird, da durchzukommen. Wenn denn. Ja, guck dir das an, die sind fast noch in der T-Base gefangen, während die CTs das hauptsächlich durch die Mitte durchaus abdecken. Das ist wirklich eine aggressive Aufstellung. Und es ist noch niemand gefallen. Aber Optik macht das genau richtig. Die sitzen das einfach aus. Sie wissen genau, dass North das nicht ewig absmoken wird und dass sie dann anfällig sind für eventuelle Pushes von der Seite. Das heißt, North muss das früher oder später wieder aufgeben. Sie können jetzt noch einmal die T-Mitte absmoken und dann war's das. Und spätestens in 10 Sekunden muss man da weg sein, weil man nämlich dann beim Rückzug auch nicht mehr gepickt werden kann. Deswegen ist es so eine Sache, wenn man da so offensiv pusht und aber keine Frags macht und der Gegner sich einfach auf der T-Base einigelt, muss man jetzt eigentlich weg sein. Die Smoke ist auf und North verdaddelt das und komplett. Fällt und Mix, weil das hätte ich dir vorher sagen können, dass das passiert. Das ist natürlich bitter. Ja, und jetzt muss man dann solche Aktionen spielen. Da muss Magic irgendwie reingehen in so blöde Duelle. Aber er fühlt sich halt gezwungen dadurch, weil er genau weiß, ein sauberes 2 gegen 5 wird man da wahrscheinlich nicht unbedingt gewinnen. Nee. Sie ziehen sich jetzt auch beide zurück. Wollen die M4s nicht abgeben, Leute, wollen die durchbringen? Was war das denn für ein Crap? Das schreibe ich mir jetzt. Mache ich wieder Strike-Liste heute? Das schreibe ich mir jetzt wieder auf. Ja, das war. Ich meine, schön zuerst, dass sie versucht haben, das offensiv mit ihren SMGs anzugehen. Aber natürlich auch super gecountert von Optik. Ja, die haben das genau richtig gespielt. Und das ist auch das ist auch eine Sache, die man auf Inferno oftmals machen kann, wenn der Gegner irgendwo aggressiv spielt. Man schimmelt sich einfach an der T-Base. Ja, du hast ja Zeit, ne? Den Hintern ab und Shimmer Cajun hat aber die Waffe nicht mehr retten können. Ja, und lässt sie einfach sitzen und dann weiß er, da fällt er sogar noch. Nee, ist schon vorher gefallen. Sorry. Genau, ist schon vorher gefallen. Aber die M4 nicht in den Händen von Optik. Trotzdem, Optik gewinnt den Force Buy, kann 2 Waffen durchbringen, bisschen Equipment und sowas. Die stehen jetzt deutlich besser da als North. Die forcen es natürlich nochmal, haben nur die M4 von Magic durchgebracht, da die zweite ja am Ende doch noch überrannt wurde. Und jetzt müssen wir es sehen. Kann North dasselbe schaffen? Hier ist auch mit Pistols und der einen M4. Oder, bricht sie Optik, dann würden wir eine Eco sehen und dann steht es gleich 14-5. Und dann, ist das Match schon fast zu Ende. Ja, richtig. Genau, das ist das, wovon auf hier steht. Meine Optik ist, versucht man jetzt natürlich den Nahkampf zu vermeiden, vielleicht nicht so ins Haus zu gehen, weil da kann man unter Umständen überrascht werden. Und gerade die Pistols. Ja, wir haben ja. Wer im Nahkampf. Cajun B oder Config sind ja schon offensiv reingegangen mit der 5-7. Ja. Da stehst du 5-7 im Nahkampf stärker als Galil und so. Ganz als klar. Alles. Als alles? Ja, das stimmt, sogar besser als AK eigentlich. Hiko, weil man kann im Laufen schießen. Muss er nicht anhalten. Oh, AZ, der hat den Brunnen ein bisschen ausgenutzt. Man ist da schwer zu sehen von der anderen Seite, wenn man oben über das plätschernde Wasser guckt. AZ, tot. Der festgenagelt. Magisk und Cajun. Und der B-Spot, so wie früher, eigentlich immer noch sehr schwer wieder einzunehmen. Denn man ist als CT gezwungen, entweder ins Kreuzfeuer zu laufen oder hinten durch diesen kleinen Gang durchzuwieseln. Und das ist sehr unangenehm. Tarik sammelt die beiden auf der CT-Base noch auf. Ja, 13-5. Jetzt die Full-Eco von North. Die müssen sie im Grunde einlegen. Damit steht das 14-5 am Horizont. Ja, und ich weiß wirklich nicht, ob die Dänen da nochmal zurückkommen können.
Die haben die Pistol Round schön gewonnen. Sieht so aus, als ob Optik sich da so richtig schönes Bein geschossen hätte mit Inferno. North. North, meine ich. Mhm. Ja. Als wenn sie sich so richtig schön ein Ei gelegt hätten. Denn ja, ich meine, das L4 war ja schon, ist eine relativ deutliche Halbzeit, muss man klar sagen. Auch wenn wir natürlich noch nicht genau wissen, was so Standard-Halbzeiten für Inferno sind. Ja. Aber so, man hat es deutlich gesehen, dass North hier einfach tierisch schlecht damit klargekommen ist. Und dann auf der CT-Seite spielt man sowas extrem Aggressives, unnötig Aggressives, anstatt erstmal die Standards runterzuspielen und vor allen Dingen in der zweiten Runde. Was muss man den Gegner in der zweiten Runde an der T-Base festnageln? Vielleicht war das der Druck, weil sie halt so weit hinten lag. Ja, aber dann selbst schuld. Also da darf man sich nicht... Ja, selbst schuld ja sowieso, ne? Ja. Dadurch, dass sie sich nicht weiter zurückgezogen haben. Da darf man sich nicht... Darf man sich nicht da unterkriegen lassen. Ja, vielleicht sind das so ein bisschen die Nerven. Ich meine, ist ja ein großes Turnier in Las Vegas. Das darf man auch nie vergessen. Ja, das ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Da kann man sich jetzt nicht hinsetzen und hundertprozentig so spielen wie, keine Ahnung, wenn man zu Hause in der Jogginghose sitzt und gerade irgendwo in irgendeiner Liga runterspielt oder sowas. Also ich würde wirklich ganz viel der Map einfach zuschreiben. Und hatte ich auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit angesprochen, für den eigentlichen Underdog ist eine Map, die keiner spielen kann, immer besser, weil es so ein bisschen das Spielfeld ebnet. Und es sieht so aus, als ob North da wesentlich größere Schwierigkeiten mit hatte. Na gut, letzter Versuch. Sie spielen das Standard. Flash durch die Smoke. Wie gesagt, Mitte erstmal einnehmen. Das heißt nicht unbedingt, dass Optik da direkt einen Go spielen möchte oder sowas. Rush macht das auch richtig, zeigt sich da nicht Richtung Sandkasten, sondern guckt nur, ob er die Close-Position irgendwie hat. Genauso hat man das hier. Jetzt kommt die Flash nochmal gegen. Schöne Smoke vorne vor die Biblio. Config, eine niedergesprayt, Netfly. Da lässt er sich aber auch auf das Duell ein. Er hätte vielleicht sogar versuchen können, durchzugehen. Und das Ganze sieht aus, als sollte es ein Split werden, was natürlich die beiden North-Spieler auf dem Baseball so ein bisschen in Alarmbereitschaft versetzt hat. Ja, aber die haben sich doch jetzt zusammengezogen. Split kann es doch gar nicht mehr werden. Ja, aber hätte es vielleicht, wenn man durchgekommen wäre. Ich meine, es ist natürlich das Beste, was du machen kannst. In die City-Base reinkommen und dann schnell Richtung B. Da kannst du auf B ja gar nichts mehr gegen machen. Normalerweise. Aber das ist gescheitert, man ist dann nicht durchgekommen, hat es relativ schnell wieder aufgegeben. Der Spieler zieht auch nach. Das Spray durch die Smoke, AZ. Ja, und der Spieler ist jetzt auf Zeit, lässt sich da viel Zeit. Die Flash ist gar nicht so wahnsinnig gut, glaube ich. Hat aber auf jeden Fall zumindest gereicht, dass man sich hier umgedreht hat. Hiko, letzter Verbleibender. Also, das sah gut aus. 20 Sekunden die Runde zu Ende. Magics mit dem letzten Kill. Und North verteidigt es mal wieder. Erste richtige Waffen gegen Waffenrunde. Das sah schon besser aus, muss man ganz klar sagen. Nicht schlecht gespielt von Config. Der hat ja angefangen, hat dafür gesorgt, dass halt diese Flankenbewegung über die CT-Base nicht zustande kam. Und dann war irgendwann Optik halt gezwungen, es standardmäßig auf B zu versuchen mit dem Presslufthammer. Also ich denke, man hätte es da durchaus auch versuchen können, nochmal weiter durchzukommen. Das Problem ist, sie hatten halt nur zwei Leute im Sinn, die Richtung CT-Base gehen sollten. Und in dem Moment, wo Config dann den ersten Pick gesetzt hat, wäre er alleine gewesen. Geht davon aus, dass er nicht durchkommt. Hat man sich entschieden, dann direkt lieber Richtung B zu gehen. Ja, du hast halt zwei Leute, damit der erste wird vielleicht geholt, der zweite macht den Refrag und damit wäre die CT-Base offen. Das ist ja das, was du versuchst zu erreichen. Und wenn der erste halt fällt und du keine Chance auf den Refrag hast, dann ist die Taktik halt irgendwie ein bisschen obsolet. Genau, jetzt hat man, das finde ich, macht North hier ein bisschen besser. Diese Smoke vorne an der Wand ist die eigentlich beste. Einziges Risiko, was man dabei hat, ist, dass der Gegner sich auf der anderen Seite boostet über die Mauer. Mhm. Aber dadurch, dass die Smoke so ein bisschen versetzt liegt an der Mauer, kann man den Gegner besser sehen. Das ist dann keine so eine harte One-Way-Smoke. Ja, das stimmt. Das heißt, man hat eine... Du siehst halt, wenn er da hochkommt. Genau, man hat eine Vorwarnzeit als CT. Ja. Gerade wenn er aus der Smoke raussteigt in all seiner Glorie, kannst du ihn halt direkt erstmal ummelden mit deiner M4-Hand. Und das kostet jetzt eben Zeit. Wir haben 30 Sekunden auf der Uhr. Optik Standard spielt Inferno. Spielt jetzt einen extrem späten Fake. Drei Mann Richtung B. Die Flashes gehen durch. Wird man versuchen, Richtung CD-Base durchzukommen. Das ist eigentlich das Einzige, was ihnen übrig bleibt. Aber die Rotation kommt gar nicht. Der letzte, jetzt. Bei 30 Sekunden rotiert der letzte eh nicht mehr. Jetzt schalt rüber auf den anderen Spot, bitte. Hiko, Rush. Die Bombe ist drauf. Sie kommen.
Majisk ist da ganz alleine, es sind 7 Sekunden. Er weiß, er kann hier in die Offensive gehen, wenn er ihn erwischt, könnte er vielleicht sogar defusen. Er hat ihn gehittet, hat es aber nicht gehört. Oh, und Higro macht's. Majisk hat schon richtig erkannt, dass wenn er jetzt raufgeht, dann hat er die Möglichkeit. Ah, ja, das war so eine risky Aktion da gerade die Runde. Aber ich hätte es nicht gedacht. Ne, sie hatten immer noch, North hatte immer noch den Spieler im Pit. Ja. Und der zweite Spieler, der da war, war auch noch nicht annähernd. Der war noch nicht mal in der City Base, konnte also schnell wieder zurückverschieben. Und dann, wenn man halt ist, ich meine, die Bombe wurde angefangen zu legen, da waren es noch 8 Sekunden. Ja, aber am Ende hat es geklappt. Das ist das Problem an diesen 3-2-Splits. Also zwei Leute die Bombe und die drei in die andere Richtung. Das gibt es ja auch Inferno manchmal. Die Teams haben das gespielt und irgendwann hat es auch der Letzte noch mitbekommen, dass das meistens nicht funktioniert. Weil du einfach, kommst du durch auf dem anderen Spot, hättest du die Bombe auch mitnehmen können. Kommst du nicht durch, sind die anderen in der Unterzahl auf der anderen Seite. Und wenn du das so spät machst, hast du nicht mal mehr Zeit noch darauf zu reagieren. Das heißt, du hast nicht mal die Chance, eventuell noch die vom anderen Spot rüberzuziehen. Ja. Das heißt, er musste die Bombe planten. Wäre dabei geholt worden, wäre die Runde vorbei. Schön. Und da sehen wir eine Kleinigkeit, die hier an der... Schieße ich auch immer gerne durch. Die hier auf der, in der Banane noch zu sehen ist. Die Wand ist normalerweise nicht bangbar. Aber mit der Arve. Oh. Mit der Arve und mit der Deagle. Und ich glaube, der Autosniper geht da durch. Mit der Scout dann wahrscheinlich auch. Ja, Scout könnte auch sein, ja. Also es gibt so ein paar Waffen, die da durchkommen. Aber die Rifles zum Beispiel und auch die SMGs natürlich... für die ist die Wand hart. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass sie so ein gewisses, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, so eine gewisse Grunddicke haben. Higro, da sieht es aus, als ob die sich das Ding jetzt nach Hause fährt. Ja, 5 gegen 3, 5 gegen 2 MSL mit 13 HP. Cajun macht ein. Oh, und er schießt sie da gerade zusammen. 3 Kills, 4 Kills. Er macht es hier gerade komplett im Alleingang. Das ist halt die Stärke der Pit-Position. Und jetzt muss es Mixwell versuchen. Der kriegt hier nochmal Cajun, dem also das Ace nicht gegönnt wird. Ja, wieso? Vergönnt, genau. Danke sehr. Vergönnt, gibt es das Wort? Und MSL ist durch. Ja. Ja. Naja. Lass ihn nicht legen. MSL macht es dann gut. Aber das war KGB. Einzelaktion. Das sind solche Sachen, wenn es halt als Team manchmal nicht geht, dann muss halt einer groß rauskommen. Und das hat Cajun halt gemacht. Ja, und die zeigen uns hier die Standard-Banks. Eieiei. Da hätte ich lieber, da sehen wir es nochmal. Ersten durch den Smoke, dann den zweiten direkt angeschossen und dann einfach runter. Ja. Super gespielt von ihm. 25 Schuss mit dem Ding nur, die hat er alle gebraucht, aber für 4 Kills hat es gereicht und somit North 4 nochmal gerettet. Ja, die Smoke war Gold wert. Wie gesagt, ich finde, sie machen das deutlich besser. Jetzt kann man nämlich die Smoke sogar als One-Way von der anderen Seite nehmen, wenn MSL hier Backup hätte. Ja. Dann könnte man darüber boosten. Ja, vielleicht guckt, ob jemand findet. Ja, das sind jetzt wieder die Deagles natürlich. Pickverhalten. Man könnte auch einfach unten durchfeuern. Versuch wäre es wert. Ob MSL da irgendwo sitzt. Die Flash. Er kriegt einen, aber... Sie alle 4. Jetzt kann er zumindest sehr frühzeitig ansagen, dass es darüber geht. Ace versucht noch zu verteidigen. Hätte sich vielleicht ein bisschen zurückfallen lassen können, denn so steht Config jetzt auch wieder alleine da. Wenn Config jetzt hier durchgeht und stirbt, dann kommt der Nächste reingetröpfelt. Ja, aber gut. Ein bisschen Glück gehabt mit Tarik. Oh. Higro. Schönes Brett. 2 gegen 2. Und da sieht man auch wieder so map-spezifische Geschichten. Die Flash war eine Support-Flash, aber die war viel zu weit, als dass sie Higro hätte erwischen können. Ja. Das heißt, für spätere Fälle hätte man dann wahrscheinlich einen Fixpunkt, dass sie möglichst silent reinfliegt. Aber Higro ist irgendwie durchgekommen. Ja, der hat die beiden in die Hand genommen, ne? Ja, den der will den Bombenplant. Das ist das Beste, was er in der Situation noch machen kann. Richtig. Passt. Nimmt damit. Ne, die 800 erstmal in der Tasche haben. Und wenn du den Bombenplant hast, bist du halt in der verteidigenden Position. Die Gegner müssen kommen und dadurch geben sie dir vielleicht einfach ein bisschen diese Öffnung, die du in so einem Match natürlich dann auch brauchst. Ja, mal schauen. Es sollte natürlich, man hat ja vorher auch schon gespart, also sollte es locker reichen für Equipment. Ja, es war gerade eine Full Eco. Sie hatten hauptsächlich Pistols. Ich glaube, ein Kevlar oder sowas war dabei. Dafür haben sie sehr, sehr viel Schaden an North angerichtet. Und naja, das North kann sich sowas eigentlich gar nicht mehr erlauben. Also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt eins der beiden Teams gewesen wäre, dann hätte ich im Vorfeld auf jeden Fall stark darüber nachgedacht, mal ordentlich Inferno zu trainieren. Ja. So 2 Wochen mal Inferno pauken hätte sicherlich Wunder bewirkt jetzt hier. Ja, schon mal generell das Ganze mal durchgehen, wird ja wahrscheinlich
schon stark helfen. Ne, für so ein paar Stunden dich hinzusetzen und in Ferne zu machen. Stark! MSL auch wieder dabei. Also die beiden halten das Team gut auf dem Baseboard. Machen das meiner Meinung nach sogar deutlich besser als Hiko und Tarik das vorhin gespielt hatten. Ja. Sie haben diese offensiven Smokes, sie haben sich ein bisschen manchmal auseinanderziehen lassen, aber so in der Regel kriegen sie das ganz gut hin, dass sie halbwegs zusammenspielen. Und das könnte unter Umständen schwierig werden, weil wenn Opti keine Chance hat, auf den Baseboard draufzukommen so richtig, dann bleibt ihnen nicht mehr viel übrig, ne? Ja, der Asword ist verdammt schwer anzuspielen. Und dann kannst du natürlich irgendwann auch sagen, du spielst es ein bisschen defensiver, im Grunde vielleicht mit einem aus der CD-Base aus, der dann natürlich sehr, sehr schnell verschieben kann. Das ist immer die große Frage. Ich frage mich auch, wie das Ganze ausgesehen hätte, wäre North hier auf der CD-Seite gestartet. Es scheint hier ja momentan die eher favorisierte Seite zu sein, wie man das kennt von Inferno. Und North hat natürlich jetzt das Problem, dass sie so weit zurücklagen. Ja, Cajun diesmal nicht so gut ausgesehen. Da kommen sie raus, aber dann machen sie es zu dritt. Tarik kann einen zurückholen, ist jetzt aber der einzig Verbleibende. Und ja, Magics mit dem letzten. Es sind nur noch 5 Runden. Ja. Vor allem jetzt. Okay, der User-Bonus sollte jetzt halbwegs komplett sein. Ja, gerade haben wir nochmal eine Pissy Kevlar-Eco gesehen. Ein bisschen Geld investiert. Jetzt wieder Full bei. Keine AWP, wundert mich jetzt aber nicht unbedingt. Ja, noch lässt sich da meistens auch nicht so sehr blicken, dass man jetzt eine AWP unbedingt spielen könnte. Ja, ich meine, einmal haben wir schön die Wallbanks von ihr gesehen. Ja. Aber ansonsten, finde ich, ist Inferno nicht unbedingt die T-Map, wo du sie unbedingt brauchst. Man kann sie natürlich einsetzen, aber es ist halt eine Map, da musst du durch enge Gänge, auch wenn sie jetzt breiter geworden sind, und auch meinst du natürlich und musst halt dann mit Geschwindigkeit da durchgehen. Oder du versuchst es auf die Picks zu gehen, aber wenn du halt AWPs gute gegen dich hast, bist du da auch immer im Nachteil. Und jetzt hat man in der Banane einen Spieler getauscht, was für North auf jeden Fall eine Katastrophe ist, weil gerade auf Inferno braucht man diesen 5. Mann in der Mitte, der halt den entsprechenden Schieber spielt. Wir sehen es schon auf dem Radar, Config fühlt sich jetzt gezwungen, eine sehr zwar zentrale Position einzunehmen da vorne am Hundegang, aber nichtsdestotrotz ist man oder läuft man Gefahr, wenn man nicht rechtzeitig realisiert, was passiert oder sich vielleicht verschätzt, läuft man Gefahr, dass man auf beiden Spots nicht wirklich präsent ist an dieser Posi. Das heißt, im Prinzip sind beide Spots jetzt jeweils ein Mann unterbesetzt. Es kann dich halt vor allem auf dem A-Spot keiner groß unterstützen, wenn da wirklich der Go kommt, weil sie beide so weit auseinander sind, da sie halt A-Lang City Base ein bisschen decken müssen. Jetzt kommen die Smokes, da wird sich zusammengezogen, Rotation kommt. Guter Go über die Action. Alle Molotov unten verpufft. Ja, die Smoke von vorne, die der zweite direkt auch. Ey, ist das bitter, Netfly. Trotzdem kommt man rauf. Aber im Sandkasten muss man sich jetzt drum kümmern. Die kann man nicht ignorieren. Majesty, der Spray! Spray Konzert, der Verdammnis! Drei schnelle Frags räumt den Spot frei. Und es sind Einzelleistungen, die North hier immer wieder über Wasser halten. Cajun und Majesty waren es. Oh, das war Cajun so gut gemacht. Und dann kommt er einfach aus dem Sandkasten rausgeschossen. Und da hätte North natürlich, hätte Optik natürlich mitbekommen müssen, dass der Sandkasten eben nicht gecheckt ist aufgrund der Molotovs, die da verpufft sind. Vor allem das Spray-Control, was er da gerade bewiesen hat. Der musste ja richtig rüberziehen, um die noch setzen zu können. Und die sind halt wirklich direkt on point. Also das war definitiv Magics Runde. Und ja, Pause von Optik erstmal, die haben mitgekriegt. Sie kommen da nicht mehr so gut durch. Selbst wenn sie es anfangs gut ausspielen, hast du da halt jetzt zweimal schon im Pit einen Spieler gehabt, der es wieder gerettet hat für North. Also, das ist jetzt ein bisschen ein Kontrast. Auf der einen Seite Optik mit guten taktischen Entscheidungen. Das war genau der richtige Move, der Richtung Action durchzuziehen. Das hätte funktionieren müssen. War genau der richtige Move. Sie wissen, das sind maximal zwei Leute, die auf sich Cajun haben sie alleine gekriegt. Der war sofort tot. Genau. Und das einzige Problem ist, dass man immer wieder mit dem Sandkastenspieler Probleme hat. Der rupft ihnen da den Angriff auseinander. Das ist das zweite Mal, schon die zweite Runde, die sie hätten haben können. Wirklich relativ safe hätten haben können. Und der Sandkastenspieler macht 3 oder 4 Frags. Ja, und wieder durch so eine Smoke. Ne? Bei der hat sich gerade Magis durchgearbeitet, hat die ausgenutzt. Und an der anderen Seite wollten sie gegen Cajun da selber durch. Und der hatte halt den Vorteil. Also das... Und das Problem für Optik jetzt natürlich... Was macht man jetzt? Ihnen geht die Zeit aus. Es ist ja gut gespielt und es war auch intelligent gelöst. Vom Ziel her, es war genau richtig. Aber es ist einfach.
Es kostet sie einfach so bitter. Ja, und es ist dann natürlich, es baut ja auch mega Druck für sie auf. Es stand, was? 15-6, 15-7? Und North, die kommen jetzt einfach dran. Die holen Runde um Runde, selbst wenn eigentlich Optik den besseren Standpunkt hat, um die Runde wirklich zu holen, schaffen sie es am Ende doch nicht. Und jetzt sind es nur noch 4 Runden, die beiden Teams trennen. Ja, und Optik sind erstmal in einer Pistol Kevlar Eco, haben ein bisschen was zu werfen dabei. Das wird hier gleich der Tech-9-Train. Die große Frage ist, wo soll der hin? Erstmal standardmäßig eher Richtung A, Richtung Haus. In den Nahkampf reinkommen ist natürlich nicht verkehrt mit den Tech-9s. Wir wissen alle, wie gefährlich das ist, wenn da so eine Tech-9 um die Ecke gerusht kommt und man nur noch tak, tak, tak hört. Aber bisher stand da North auch nicht schlecht. Bombe so tief gefallen. Hiko ist halt auch langsam sicher durchgekommen und da sehen wir die Tech-9s im Einsatz. Sollte es so eine Runde jetzt werden, das wäre natürlich unangenehm. Auch hier direkt der House-Goal. Interessanterweise, der eigentlich so schwer umzusetzen ist oder der relativ leicht zu blocken ist, da hat sich noch genauso schwer getan wie Optik das vorhin. Also die Überraschung scheint auf jeden Fall da zu sein. Es ist halt eine Geschwindigkeitsänderung, die Optik hier gerade gemacht hat. Ne? Durch die Pistol Kevlar haben sie es schnell gemacht, das hat funktioniert. Jetzt ist ein Retake. Hiko, oh, das mit ist dem es. Schnellen Double mit der aufgesammelten AK. Die Runde ist durch. Kopfweg, er tackert zwei Leute noch durch die Smoke an. Aber er muss auch Go machen. Aber nein, keine Chance. 16-11, Optik Gaming gewinnt. GG, kleine erste Überraschung an dieser Stelle. Aber ich bleibe dabei, es hat viel auch Inferno eine Rolle dabei gespielt. Ja, definitiv. Und das auch finde ich die Wahl der Seiten. Dass wir North erst auf der T-Seite gesehen haben, wo sie nicht so gut aussahen. Hätten sie es auf der CT-Seite anfangen können, vielleicht wären sie dann auch ein bisschen besser in die T-Seite gestartet. Aber gut, hätte, wenn und aber. Alles nur Gelaber. Ja, sie hätten ja die zweite Runde nur. Aber gut, das machen wir mal gleich. Wir nutzen gleich die Pause noch, um uns ein kleines bisschen über das Match dann auch zu unterhalten. Und jetzt erstmal gratulieren wir Optik zu dem ersten Sieg. Damit hat sich, wie gesagt, North vielleicht ein kleines Eigentor geschossen. Ja, vielleicht haben sie sich damit schon rauskatapultiert. Denn das könnte hier das